Vorwärts! Komm. Wartet! Du hast sie verscheucht. Was machst du hier eigentlich? Wer bist du denn, hä? Wie heißt du? Zu viele Fragen auf einmal. Los, komm sofort zu mir. Auf einmal hast du Angst, hä? Bei uns haben wir erst nächsten Tag Angst. Den erlebst du nicht. Komm doch her! Du willst mich runterstoßen? Doch, das willst du. Nein, das stimmt nicht. Du wirst es tun. Ja, ich weiß es. Also gut. Das wirst du büßen! Das werde ich nicht! Bleib hier! Warte! Waldmanns Heil! Wo hast du dich wieder herumgetrieben? Ich hab mich verirrt. Was hast du erlegt? Der heilige Robertus lässt mich im Stich. Hör dir doch nur mal deinen Schützling an. Ich glaube, du solltest ihm wieder ins Gewissen reden. Ich bitte dich, sei nachsichtig. Du wärst mit deinem Sohn bestimmt nicht so nachsichtig. Komm her. Ich habe einen neuen Fechtlehrer für dich kommen lassen. Der wird's dir schon zeigen. Hier, hier, hier. So! Taro! Hier ist euer Schwert, Hoheit. Ja, gib her.
Diese Fechterei, die könnt ihr vergessen. Euer Schwert muss töten und wieder in der Scheide sein, ehe der Feind überhaupt Luft holen kann. Ich kämpfe auf keinen Fall mit diesem Schwert hier. Hat hier jemand geredet, ohne dass ich ihn gefragt hatte? Wünschen Hoheit vielleicht lieber ein Schwert aus Stahl? Hoheit möchte lieber eine kleine Pause. Er benimmt sich wie ein Grünschnabel. Er ist doch noch ein halbes Kind. Ein halbes Kind. Im Winter ist er 18 geworden. Ich hatte in dem Alter schon 2 Kriegszüge hinter mir. Tja, einer wird eben als Mann geboren, andere versuchen es ihr Leben lang zu werden. Ich habe das Gefühl, er will meine Geduld auf die Probe stellen. Sei bitte großzügig. Du würdest ihn immer verwöhnen. Dazu wird zum Glück keine Zeit mehr sein. Ist das deine unwiderrufliche Entscheidung? Du hast mir versprochen, dass ich zur Sonnenwende nach Hause zurückkehren darf. Das habe ich ja. Es ist trotzdem schade, dass du bei seiner Verlobung nicht dabei bist. Ich glaube, das ist vielleicht vernünftiger. Alter Dickschädel. Wodan, welchem Umstand verdanke ich deinen Besuch? Deiner Starrköpfigkeit. Was habe ich denn schon wieder auf dem Gewissen? Komm lieber mit zurück. Was ist denn passiert? Im Schloss ist ein seltener Gast angekommen. Erwachsen sein, das ist wie eine eiserne Rüstung. Und da wunderst du dich noch, dass ich sie nicht anziehen will? Verzeihung, Graf. Mein Sohn. Ich freue mich sehr und ich grüße euch von Herzen. Der Herr Graf kommt als Gesandter der Tochter meines treuesten Freundes zu mir. Das freut mich. Hochverehrter Prinz, ich habe schon die Ehre gehabt, eurem Vater, seiner königlichen Hoheit, die mir anvertraute Botschaft kundzutun. Ich darf euch die aufrichtigen Grüße meiner Herrin überbringen, hochverehrter Prinz. Auch ich danke für euren Besuch. Ihr seid mir ein überaus verehrter und geschätzter Gast. Eure Worte höre ich tief bewegt und mit ungeduldigem Herzen. Doch eine Bitte habe ich. Ich bitte euch sehr, eurer hochverehrten Herrscherin, als Antwort meine zutiefst empfundenen Grüße zu überbringen und... Das ist nicht möglich. Die Prinzessin hat meine Einladung angenommen, uns zu besuchen und hier ihren 20. Geburtstag zu feiern. Ich glaube, unser verehrter Gast hat etwas Ruhe vor dem Festessen zu seinen Ehren verdient. Ich danke euch, euer Gnaden. Der Haushofmeister wird für euer Wohlbefinden sorgen, wenn ich bitten darf. Bei der Begrüßung eines solchen Gastes sollte man nicht mit Höflichkeit geizen. Man darf aber auch nicht übertreiben. Ich habe nicht gewusst, was dieser Herr für dich bedeutet. Nein, nicht bloß für mich. Der Graf ist nämlich auch als Abgesandter deiner Verlobten hier. Endlich hat es jemand ausgesprochen. Es hat ja hier in letzter Zeit leider nur Geflüster und Heimlichtuereien gegeben. Ich mag aber keine Heimlichtuereien.
Nach dem Tod deiner Mutter habe ich dir gesagt, dass ich 10 Jahre vorher meinem treuesten Freund, der im Kampf sein Leben für mich geopfert hat, ein Versprechen gegeben habe. Ich sagte, an ihrem 20. Geburtstag nehme ich deine Tochter in unsere Familie auf. Er tut so, als würde er mich nicht verstehen. Deine Worte haben ihn vielleicht erschreckt. Mein königliches Versprechen ist bindend, auch für ihn. Ihn trifft es aber ungleich stärker, nicht wahr? Als ob ich seine Mutter reden höre. Früher hast du in einem anderen Ton darüber gesprochen. Als wäre er ein Mädchen. Er soll später einmal der Herrscher sein. Es bleibt noch viel Zeit, um über deinen Nachfolger nachzudenken. Die Verlobung lässt sich nicht mehr aufschieben. Bodan, ich werde vielleicht in Zukunft hin und wieder deine Hilfe brauchen. Gott gebe, dass du dich irrst. Entsprichst du meiner Bitte, wenn ich einmal deine Hilfe brauchen sollte? Ja, solange mich meine Füße tragen. Wenn du selbst nicht kannst, dann schick mir deinen Sohn. Denn er ist ganz sicher so wie du. Denken wir nicht zu viel über die Zukunft nach. Ich, Ni, San, Chi, Do, Rot, Chit, Hat, Chiu, Du. Ich, Ni, San, Chi, Do, Rot, Chit. Gestern schon lebewohl gesagt. Ich will es allein tun, ohne die anderen. Und dir für alles danken. Ich wusste oft nicht, was ich ohne dich hätte tun sollen. Ach, du übertreibst. Sei ein wenig vernünftiger. Und vor allem vergiss niemals, dass dein Vater tiefere Liebe für dich empfindet als ich. Und wie soll ich das erkennen? Wer am strengsten mit dir umgeht, der liebt dich am meisten. Ja, und wie kann ich das merken? Du solltest lernen, dich mit seinen Augen zu betrachten. Und wie soll ich das machen? Das ist ganz einfach, indem du ihn mehr liebst als dich. Bodan, soll das ein Vorwurf sein? Nein, nur ein Wort zum Abschied. Das hat einen bitteren Beigeschmack. Ach, weißt du, nur leere Schmeicheleien schmecken süß. Leb wohl. Leb wohl. Her, ihr verfluchten Biester. Ach, was macht ihr nur? Die haben einen Hasen aufgescheucht und ein Pferd erbeutet. 2 sogar. Wem gehören die Pferde? Tja, ich habe sie gefragt, doch sie haben leider nicht geantwortet. Komm, rede keinen Unsinn. Hey, blas ins Horn. Was gibt es? 2 Pferde ohne Reiter. Sie werden wohl auf ihren Herrn warten. Willst du eine kleine Rast machen? Nein, reiten wir lieber weiter. Diese Landschaft bedrückt mich irgendwie. Weicht ihnen aus, damit sie nicht durchgehen. Ah.
werden. Willkommen an meinem Hof. Wir würden uns freuen, wenn du dich hier wie zu Hause fühlen würdest. Mein Sohn. Willkommen. Tja, das entsprach ja nicht unbedingt der Etikette, aber es war sehr schön. Seid herzlich willkommen, verehrte Baronin. Ihr seid uns ein überaus teurer Gast. Ach, ich bin im 7. Himmel, mein Herr. Ihr wisst es sicher, euch geht ein legendärer Ruf voraus. Doch den übertrefft ihr in Wirklichkeit um ein Vielfaches. Oh, ich danke euch. Euren Herrn? Was? Wo ist der? Ja, brav. Ja. Komm mal her. Ja, brav. Janik, sattel die Pferde und nimm Fackeln mit. Dina, nimm mich bitte mit. Du darfst hinter mir sitzen. Mach bitte das Bett. Und stell einen Absud bereit. Wegerich und Weihwasser. Falls ihm etwas zugestoßen ist. Keine Sorge, ich kenne mich damit besser aus als du. Und hab keine Angst, mein Kind. Angst hab ich nämlich auch nicht. Der Wallach soll uns führen. Festhalten. Bleibt auf Sichtweite! Vielleicht hört er uns. Ich habe ihr 20 Jahre meines Lebens gewidmet. So wie ich es damals ihrer Mutter versprochen hatte. Aber um ehrlich zu sein, der größte Rückhalt war für mich ihr königliches Versprechen, dass ihr für ihre Zukunft Sorge tragen werdet.
teure Baronin. Auf diesen kostbaren Augenblick sollten wir trinken. Oh, verstößt das nicht gegen die Etikette? Ganz im Gegenteil. Auf ihr Wohl und auf ihr Glück. Ein historischer Augenblick, ein großer Moment. Oh. Ach, ich bitte euch, Baronin, diese Stunde verdient doch bestimmt einen ordentlichen Schluck. Wir hätten den Hund mitnehmen sollen. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Dann reit los. Auf deinem Pferd? Ja, dann bist du schnell wieder hier. Los! Herr Brudern! Herr Brudern! Antworte, Vater! Herr Brudern! Herr Brudern! Herr Brudern! Forderst du mich nicht auf? Wenn du es unbedingt willst. Willst du nicht? Ich trete dir womöglich noch auf deine schönen Schuhe. Du hast also auf meine Füße geschaut? Ja, tut man das nicht? Ganz im Gegenteil, es freut mich. Irgendwie bin ich verlegen. Ich weiß nicht, was ich gehört und was nicht. Also jetzt musst du mich zum Tanzen auffordern. Dein Herrn. Lauf. Herr Bodan! Seid still! Väterchen! Ein ideales Paar. Mhm. Ach, mein Gott, ja, ja. Was war ich damals für eine Tänzerin? Mhm. Eine Fee. Eine Nymphe. Ich tanze gern. Du nicht? Jetzt bin ich auch noch aufgeregt. Macht dir das Fechten mehr Spaß? Das ist Jacke wie Hose. Eine seltsame Ausdrucksweise. Wie ein Pferdeknecht. Hat mein Erzieher gesagt. Ja, und was sagt dein Vater? Ach, frag lieber nicht. Der ist dauernd irgendwo auf Reisen. Ich fühle mich in der Gesindestube oder im Pferdestall wohler. Da muss ich nicht auf jedes Wort achten. Seit meine Mutter in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, da hab bitte? Ich wollte sagen, seit sie tot ist. Ich werde lieber still sein. Erzähl du. Du bist von edler Geburt, hast eine gute Erziehung und du bist schön. Das ist das zweite Kompliment. Du hast bestimmt einen guten Lehrer. Zum Glück schläft er beim Unterricht immer früher ein als ich. Und dich interessiert mehr das Wild im Gehege, hm? Aha. Die Vögel, die Schmetterlinge, die Eichhörnchen. Wer hat dir das gesagt? Der König. Hat er sich beklagt? Er hat gelächelt. Ich bekomme manchmal Gänsehaut, wenn er lächelt. Ich sollte mit dir lieber zu den Gauklern gehen. Die sind bestimmt unterhaltender.
Es wäre mir lieber, wenn du mich unterhalten würdest und nicht die Komödianten. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Erzähl mir, was dir einfällt. Was mir einfällt? Einfach so? Na, zum Beispiel mein Pferdeknecht. Ah, du bist ja verflucht gescheit. Es heißt intelligent, Und du bist schön. Ja, das habe ich schon gehört. Und was weiter? Wie, was weiter? Sprich doch weiter. Die Fortsetzung wird folgen. Verzeih mir, das ist mir so rausgerutscht. Ich werde dir deinen Umhang holen. Wir sind allein. Ich komme nicht, weil ich neugierig bin. Wieso dann? Möglicherweise hältst du ihn für naiv und hin und wieder hat er Probleme mit der Etikette. Sprichst du von deinem Sohn? Ich würde mich freuen, wenn er dir gefällt. Ach ja, und warum liegt dir daran? Ist diese Frage nicht überflüssig? Mein Sohn und du, ihr... Wo ist denn die Prinzessin? Draußen. Um Gottes Willen, aber doch nicht allein. Ich hole ihr nur ihren Umhang. Die Arme ist im Dunkeln ganz allein? Aber das ist doch entsetzlich. Und unsere Verlobung? Wer hat das entschieden? Ich und dein verstorbener Vater. Ich weiß nur von dem königlichen Versprechen, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Darum habe ich dich zu mir eingeladen. Damit ich an deinem Hof Geburtstag feiere? Ja, so ist es. Als die zukünftige Verlobte meines Sohnes. Davon war aber nie die Rede. Das habe ich für selbstverständlich gehalten. In Vaters Testament ist aber von gegenseitiger Achtung und Liebe die Rede. Ja, die hat mein Sohn sicher verdient. Und, ist er einverstanden? Wann hat er denn endlich deinen Umhang gefunden? Jetzt benimmst du dich fast wie er. Tut mir leid. Bitte. Oh, Gloria Dei. Ich war außer mir vor Angst um dich, mein Kind. Ach, bin ich denn irgendwie in Gefahr gewesen? Es geht doch aber nicht um die Gefahr, es geht um die Etikette. Darf denn eine Prinzessin etwa nachts ganz allein spazieren gehen? Ich hatte den besten Begleiter, den man haben kann. Aha, na das ist was anderes. Ich bring dir den um. Ich brauche ihn nicht mehr, danke. Dann bring ich ihn wieder weg. Es tut mir leid. Ja, er ist unheimlich lieb. Und hilfsbereit. Bitte. Das ist nicht gerade etwas für deine Augen. Ruf Janek und Tibor. Hab keine Angst. Madlena ist besser als die Wundärzte. Und dein Vater hat sehr viel Kraft. Komm, verschwinde. Raus, du Lausbub. Thank you.
Tja, da dir in Kürze ein wirklich hochbedeutendes Ereignis bevorsteht, ist es meine Aufgabe, lieber Prinz, dir die Regeln der höfischen Etikette und vornehme Manieren und königliche Konversation und auch die diplomatischen Gepflogenheiten beizubringen und außerdem auch die, ja... Aber das ist doch alles dasselbe. Ah nein, man sagt doch nicht dasselbe. Richtig heißt es das Nämliche. Und zwar, weil es dasselbe ist. Aber so heißt es eben nach der Etikette. Kurz gesagt, es ist nobel. Ansonsten aber gehupft wie gesprungen. Prinz, ich habe manchmal den Eindruck, du drückst dich aus wie ein, Wie ein Knecht? Das hast du gesagt. Niemals hätte ich so formuliert wie du. Wo waren wir noch? Wiederhole, was ich eben erklärt habe. Tja, das habe ich schon wieder vergessen. Also gut, dann fangen wir nochmal von vorn an. Denn dich erwartet ja, wie du weißt, in Bälde ein Ereignis. Was heißt das in Bälde? Das heißt dasselbe wie bald. Sag nicht dasselbe, das Nämliche ist richtig. Wo waren wir gerade? In Bälde. Was in Bälde? Erwartet dich in Bälde? Nichts erwartet mich. Dich, Prinz. Ja, dich erwartet eine historische Zeremonie. Und meine Aufgabe ist es, dich die Etikette zu lehren. Ich hab gedacht, Manieren. Aber das ist doch das... Selbe? Das Nämliche. Oh nein, du legst mich nicht nochmal rein. Also Waffenstillstand und Kampfpause, ja? Einverstanden? Heute kann ich mit dir sowieso nicht vernünftig reden. Also Pause. Darf ich reinkommen? Es wird aber auch langsam Zeit, dass du dich bequemst, herzukommen, um deinen alten Vater zu begrüßen. Die Begrüßung hat er schon gestern Nacht gegeben. Aber da hat der edle Gast sich totgestellt. Ja, Gott vergelt's dir. Ich hab dir was mitgebracht, Dina. Gib mal her, Madlena. Dem Allmächtigen. Und ich hab dich immer noch für ein kleines Mädchen gehalten. Oh nein, nein, das ist nichts mehr für sie. Ja, sie sollte in der Familie bleiben. Sie kann noch mal von Nutzen sein. Ihr seid mir schon zwei. Ich finde, du solltest noch ein wenig Geduld haben. Und ich bitte dich um das Gegenteil. In seinem Innern ist jedermann ein Junge, bis er den Verlobungsring trägt. Dich kann ich mir kaum als Jungen vorstellen. Ich glaube nicht, dass du warst wie er. Er kommt mehr nach seiner Mutter. Als sie starb, war er noch ein Kind. Wie war sie? Bezaubernd. Dunkle Augen, die einen verzaubert haben. Eine stolze, hohe Stirn. Tja, und ihr Mund... Hast du es dir noch nicht überlegt? Gib mir bitte noch etwas Zeit. Es bleibt nicht viel Zeit bis zu deinem Geburtstag. Aber sehr viel Zeit bis an unser Lebensende. Thank you.
Was soll ich zur Bewirtung bereitstellen? Wo willst du so herausgeputzt hin? Hm? Na, ich werde dich doch vor dem Boten vom Königshof nicht blamieren. Das hast du wahrscheinlich nur geträumt. Ich kenne doch die Fahne mit den königlichen Farben, Vater. Das nicht. Zieh dich um. Nimm das, was du vorher anhattest. Aber warum denn? Was gefällt dir an dem nicht? Darüber reden wir später. Verschwinde in die Kammer und du kommst erst, wenn ich dich rufe. Der König sendet euch seinen Gruß und versichert euch seiner Gunst. Überbringe ihm meinen Dank. Verzeih, dass ich dich nicht willkommen heiße, wie es sich gehört. Was ist euch zugestoßen? Ich bin in eine Schlucht gestürzt. Wie durch ein Wunder bin ich noch am Leben. Euer Missgeschick wird den König allerdings nicht sehr erfreuen. Welche Botschaft bringst du mir? Ihr möchtet euch unverzüglich mit mir auf den Weg machen. Das ist unmöglich. Hier, du siehst doch selbst. Darum habe ich Angst davor, wie der König mich empfangen wird. Kannst du mir sagen, warum er mir eine so dringende Einladung schickt? Der König wirkt sehr bedrückt, aber es ist sehr schwer zu sagen, welche Sorgen er hat. Er sagte mir, der Einzige, der ihm jetzt helfen kann, seid ihr. Tja, umso mehr tut's mir leid. Aber du siehst ja selbst. Vielleicht in 3-4 Wochen, wenn ich mich wieder im Sattel halten kann. Aber er möchte euch schon heute oder morgen bei sich haben. Entweder euch oder euren Sohn. Was? Den Sohn? Ah ja, den Sohn. Nein, auch die Bitte kann ich ihm nicht erfüllen. Der Sohn, der ist irgendwo in den Bergen. Ich weiß selbst nicht, wo er steckt. Dann bleibt mir nichts, als mich zu verabschieden. Ich dachte, du bleibst über Nacht hier. Der König hat befohlen, ich soll sofort zurückkommen. Er lobt mich nicht, wenn ich mich verspäte. Schon gar nicht, wenn ich alleine zurückkomme. Ich wünsche euch baldige Genesung. Gott sei mit dir. Sieh mal an, du hast einen Sohn. Noch dazu einen Herumtreiber. Was redest du denn da? Das bedeutet, du hast dich geschämt, weil du eine Tochter hast. In dieser Einsamkeit ist ein Mann doch sicherer als ein Mädchen. Und sei mal ehrlich, du sitzt doch lieber auf einem Pferd als am Spinnrad. Und sag nicht, das stimmt nicht. Also du möchtest lieber einen Jungen als ein Mädchen? Ich hab beide in einem. Du kannst dir also wieder die Hose anziehen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Was machst du denn da? Na, dein Sohn kann doch nicht im Rock zum König reiten. Was? Du und aufs Schloss? Lieber hinke ich auf Kirken dahin. Vater, lass mich bitte nur einmal auf das Schloss. Ich mach dir bestimmt keine Schande. Nein, du kennst dich da nicht aus. Außerdem redest du wie ein Wasserfall. Das kann aber am Hof nichts schaden. Und ich kauf dir noch als Geschenk eine Puppe. Den König beschäftigt zurzeit die Verlobung seines Sohnes. Er will sein königliches Versprechen einlösen, das er vor Jahren seinem besten Freund gab. Wenn er meinen Rat braucht, dann bedeutet das nichts Gutes. Aber was soll das? Was soll das? Ich verspreche dir, dass ich dem König helfen werde. Und ich starbe hier inzwischen vor Angst, ja? Sehr gut.
Heute Abend wird es regnen. Woher weißt du das, Prinz? Das sagen mir die Vögel. Uns sagen das die Hühneraugen. Du verstehst die Vögel? Einem Hohltäuberich habe ich das Weibchen weggelockt. Ein beachtlicher Erfolg für einen Liebhaber. Ach, ich glaube, das ist ein Vergnügen für einen zerlumpten Kerl, aber nicht für eine Hofdame. Mütterchen, sag dem Prinzen, er soll für dich flöten wie eine Nachtigall. Ach. Oh nein, nein. Oh, sieh dir das an, das ist ja verheerend. Bist du etwa gestürzt? Wir sind etwas übermütig gewesen. Gestern hatte ich das Pech mit meinem Schuh, heute das hier und morgen werde ich mir sicher den Hals brechen. Ich dachte, dich interessiert der Vortrag des Prinzen. Ein schöner Prinz, ein verrückter Vogelfänger. Ein Meistermütterchen. Er hat dem Hohltäuberich das Weibchen weggelockt. Ich grüße dich. Ich bin Bodans Sohn. So eine hübsche Prinzessin und du läufst die einfach weg. Ich bin, Warte! Das nimmst du mir nicht ab, nicht wahr? Ja, das kann ich verstehen. Prinzessin! Frau Baronin! Schrei nicht rum, du verjagst das Wild! Kennen wir uns nicht? Ich wüsste nicht, woher. Du hast mich doch neulich in den Bach gestoßen. Das habe ich bestimmt nicht. Fällt dir nichts Besseres ein? Du bist reingefallen, du Tollpatsch. Ja, und wer hat am Baumstamm rumgewackelt? Das habe ich wohl irgendwie vergessen. Ich bläue es dir ein, dass du dich hinter den Bergen wiederfindest. Da kriegt man ja Angst. Hier riecht's irgendwie nach einer Ohrfeige. Meinst du diese hier? Versuch das nochmal. Reicht das? Sag mal, was fällt dir ein? Weißt du, wer ich bin? Ein Schwätzer. Ich muss weiter zum König. Aber wenn du wieder mal Ohrfeigen brauchst, dann melde dich bei mir. Komm los! Was müsste mein Sohn denn tun, damit du ihn liebgewinnst? Was müsste ich tun, damit du meine Beklommenheit verstehst? Und die Ungewissheit? Als mein Vater mir den Namen meiner Verlobten genannt hat, da ist es für mich selbstverständlich gewesen. Es war Gesetz. Das ist keine Antwort. Ich weiß, es ist keine Antwort nach deinem Geschmack. Keine Antwort nach meinem Herzen. Königliche Hoheit, vergebt mir Hoheit. Verzeiht, dass ich störe. Aber der Herr Bodan... Er ist also doch hier. Er soll herkommen. Nein, vergebt mir Hoheit. Verzeiht mir Hoheit. Er schickt Ihnen aber sein. Und, was schreibt er mir? Er bat mich, es zu sagen. Ich weiß, was ihm widerfahren ist und habe ihn gebeten, mir wenigstens seinen Sohn zu schicken. Das hat er getan. Du bist sein Sohn? Und du sollst mein Ratgeber sein? Diese Entscheidung liegt bei euch. Du könntest wohl eher ein Knappe meines Sohnes sein. Wie ist denn dein Name? Dan. Er könnte zwischen dir und dem Prinzen vermitteln. Ist das nicht zu spät, eine Woche vor der Verlobung? Ich muss wieder abreisen. Dein Vater ist ein sehr weiser Mann. Er hat sich bestimmt etwas dabei gedacht, dich zu schicken. Aber die Sorgen, die mich jetzt bewegen, mit mir zu teilen, das überstiege auch die Kräfte eines weisen Mannes. Ich werde es ihm ausrichten. Augenblick, warte. Du sagtest, er könnte zwischen mir und dem Prinzen vermitteln. Was hast du damit gemeint? Ein junger Gefährte wird den Prinzen in ein paar Tagen besser kennenlernen als ein strenger Vater in Jahren. Anscheinend habe ich da einen Ratgeber gefunden, wo ich nie einen erwartet hätte.
Ich bringe dir einen Knappen. Oh. Du meinst wohl Aufseher. Es ist der Sohn von Herrn Bodan. Das ist etwas anderes. Komm näher. Zum Glück kommst du aus der Wildnis. Da werden dir die Liebhabereien meines Sohnes wohl nicht viel ausmachen. Der Prinz begeistert sich mehr für Wild und Hunde als für das höfische Leben. Ich will euch nicht stören. Ihr seid der Prinz? Ich schulde dir etwas. Ihr könnt es mir heimzahlen. Das machen wir später. Aber warum schickt mir der König einen Knappen? Er wusste nichts mit mir anzufangen. Was soll ich eine Woche vor dieser Verlobungskomödie mit einem Knappen? Freut ihr euch nicht? Mein Vater, der hat ein königliches Versprechen gegeben. Und das wird von ihm jetzt feierlich an einem einzigen Abend erfüllt. Und was mache ich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Aber ich finde, die Prinzessin ist sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr klug, von edler Geburt. Und ja, und sie gefällt mir auch. Doch ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit ihr auch nur befreundet zu sein. Als wir uns das erste Mal sahen, habe ich euch für einen Wilddieb gehalten. Wenn ich ein Wilddieb wäre, wäre ich vielleicht glücklicher. Ganz allein? Der Prinz vernachlässigt dich. Ach, mach dir keine Sorgen. Das macht mir nichts aus. Ich bin daran gewöhnt. Dass ich würde einen Korb kriegen, wenn ich dir meine Gesellschaft anbieten würde? Du hast wichtigere Verpflichtungen. Auf keinen Fall so angenehme. Wenn dem so ist, bin ich dir dankbar. Die Prinzessin wartet. Dann wartet sie eben. Der König wird sicher böse sein. Nun dräng doch nicht so. Hier ist es doch sehr schön. Und du bist mein Knappe. Du musst mir immer gehorchen. Wir gehen nirgendwo hin. Um mich geht's aber gar nicht. Doch du musst doch galant sein. Dauernd muss ich irgendetwas.
Warum werde ich denn nie von jemandem gefragt, was ich will? Und was willst du? Ich will selber entscheiden dürfen. Entschuldige dich. Verzeiht mir, dass ich mich verspätet habe. Ich hatte einen galanten Begleiter. Ich hatte dich darum gebeten, ihn zur Vernunft zu bringen und nicht darum, seine Torheiten zu unterstützen. Bitte verzeiht, Hoheit. Komm. Du bringst Schande über unsere Familie. Nimm dir das bitte nicht zu Herzen. Der König ist nicht so streng, wie er tut. Versuch doch mal zu lächeln. Ja, das ist schon besser. Ich würde gerne mal mit dir reden. Worüber? Lieber nicht an diesem Ort. Komm zu mir. Heute Abend. Und nun, lieber Prinz, werden wir uns überaus intensiv eurer Familiengeschichte widmen. Hat das nicht Zeit bis zum nächsten Mal? Ein populäres Sprichwort aber sagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wo haben wir es denn? Ah ja, hier, ich hab's übersehen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei meinem Großvater. Ah ja, dein Großvater war ein berühmter großer Herrscher. Aber dein Vater ist ein noch größerer. Und wann kam er darauf, dass mein Vater heiraten müsste? Er kam darauf, ihn zu vermählen. Zu vermählen, nicht wahr? Ein Prinz vermählt sich. Dein königlicher Großvater erwählte als Frau für seinen geliebten Sohn eine sehr hübsche, reiche Tochter des Königs von Burgund, als dein Vater 14 war. Der Potentat von Burgund, sagst du, ja? Aber das sagt einem doch der Verstand, nicht wahr? Unser König war zu der Zeit natürlich mein Großvater. Und der war schon lange unter der Haube. Sonst hätte er ja keinen Sohn gehabt, der mein Vater ist. Du machst einen ganz blöd mit deinem Gerede. Oh, Verzeihung. Das ist mir so rausgerutscht. Na, was sind die wohl im Schilde? Wer denn? Wer denn, er oder sie? Sag Wollen doch wir mal. Raten? Na, was meinst du, ob er als Liebesbote gekommen ist, Mütterchen? Oh, Mütterchen. Höre ich das Wort noch einmal, zeige ich dir, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Na gut, dann guck doch selber, du Elfe. Da! Hm? Hat dich auch niemand gesehen? Wäre das schlimm, Prinzessin? Das könnte man vielleicht für unschicklich halten. Und worüber wolltet ihr mit mir reden? Über den Prinzen. Hat er mit dir über die Verlobung gesprochen? Und was, wenn? Es würde mich interessieren, was er gesagt hat. Freut er sich auf die Verlobung oder will er sie gar nicht? Und wenn, was ist dann? Mütterchen, sieh dir das mal an. Er könnte den König bitten, sie aufzuschieben. Warum sagt er ihm das nicht selbst? Ich wäre dir dankbar, wenn du ihm dazu raten würdest. Aber was hätte ich denn davon? Ich würde dir geben, was du willst. Oh nein! Einen schöneren Schmuck gibt es nicht. Ich halte nichts von solchem Aufputz. Vielleicht ein paar Goldstücke. Ach so. Nein, hab keine Angst. Angst? Wovor denn?
Jungchen. Nein, lass ihn. Unmöglich, einen Knappen zu küssen. Er hat sich doch gewehrt und... Ach ja, hatte ich Zuschauer? Ich habe nichts gesehen. Hier liegt wohl ein Gewitter in der Luft, Mütterchen. Eine königliche Ehe wird auf gar keinen Fall nach der Speisekarte geschlossen, wer worauf Appetit hat. Das ist ein historisches Ereignis, da nimmt man nicht auf Geschmäcker Rücksicht. Und auf Wohlgefallen, das ist eine historische Transaktion. Da wird auf gar keinen Fall über die Haarfarbe nachgedacht oder über die Schönheit oder über das Alter. Oh nein, das ist alles Nebensache. Das heißt, dass die Braut in den Windeln liegen kann und der Bräutigam in den letzten Zügen. Das habe ich nicht gesagt. Nein, das verbitte ich mir. Und überhaupt, Schluss mit dem Gefasel über Hochzeiten. Hier ist doch die Rede von ganz solider, wahrer Historie. Das heißt also, dass man nie etwas übers Knie brechen soll. Was heute nicht gelingt, gelingt noch. Ich glaube, das dürfte erst mal genügen. Für heute machen wir Schluss. Fortsetzung folgt übermorgen. Hoheit. Auf wen wartest du hier? Auf euch, König. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Ein herrlicher Ausritt. Schade, dass du nicht mit warst. Weißt du, an wen ich in letzter Zeit oft denke? An meinen Vater. Er fehlt mir immer mehr. Ich habe euch enttäuscht, verzeiht. Erlaubt mir, nach Hause zu reiten. Es wäre mir lieber, wenn der Prinz einen Freund an seiner Seite hätte, so lange, bis er verlobt ist. Ihr denkt, dass er mich danach nicht mehr braucht? Verzeiht mir. Als hätte ich deinen Vater gehört. Nein, reite nicht wieder zurück. Du bleibst noch 2-3 Tage. Mein Sohn hat dich liebgewonnen. Ich glaube, er könnte vielleicht wütend werden. Und das wäre im Moment wirklich nicht gut. Du würdest sie nicht wiedererkennen. Sie ist eine erwachsene Frau geworden. Naja, das heißt fast erwachsen. Und bald wird die Zeit gekommen sein, sie zu verheiraten. Aber mit wem? In dieser Einöde. Sie ist wild und sie ist ein Dickschädel. Ich bringe es ja nicht mal fertig, richtig mit ihr zu schimpfen. Tja, du kennst mich ja. Sie macht mir Sorgen, Dana. Ach, hab keine Angst. Ich trinke nur ausnahmsweise. Ich weiß schon, dass es mir nicht gut tut. Ich habe sie erzogen wie ein Jung, damit ihr niemand zu nahe kommt. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das richtig war. Und dazu kommen noch die Sorgen des Königs. Ich könnte dich gebrauchen. Du fehlst mir, Dana. Verstehst du mich denn nicht? Nein, nein. Wir haben eine endlose Reise gemacht. Und hier werden wir verwöhnt. Und der König hat dir einen Bräutigam erwählt. Darum geht es ja. Er ist so ein liebenswerter, verspielter Junge. Immer zu Späßen aufgelegt. Und er wird gehorsam sein. Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Ein liebenswerter, verspielter Junge zu Späßen aufgelegt. Ich kann aber leider nicht behaupten, dass er jemand ist, den ich lieben könnte. Und wie sollte der jemand sein, den du lieben könntest? Ein Mann sollte es sein. Ernsthaft. Ritterlich. Stolz und weise. Kein Junge, ein Mann. Oh.
Tja, weißt du, diesem Ideal entspricht der Prinz aber leider ganz und gar nicht. Wenn du wüsstest, wie unglücklich ich bin. Ach, mein Herz. Ach, mein armes Herz. Und was willst du tun? Ich würde am liebsten abreisen. Oh nein, das schlagt dir aus dem Kopf. Du bist von königlichem Geblüt und du musst die Etikette wahren. Da werde ich wohl die Einzige an diesem Hof sein. Und dieser Knappe, was ist mit dem? Bei dem Knappen bin ich mir nicht so sicher. Und was wäre der, König Salomon? Die Königin von Saba. Mein lieber Knappe, ich lade dich zum Abendessen ein. Ich reite bald nach Haus. Und warum? Einem Klugen genügt eine Andeutung. Na, dann bin ich wohl ein Dummkopf. Das ist ein besseres Abendessen als das zur Verlobung. Du wirst nicht fortreiten. Du bleibst hier bei mir. Das ist dein Befehl. Warum bist du nicht im Schloss? Dort wird doch gleich das Verlobungsessen beginnen. Ich will nur Lebewohl sagen. Ach, fang doch nicht wieder damit an. Erlaubt mir, nach Hause zu reiten. Und was soll ich hier allein machen? Der König hat eine hübsche Braut für euch. Dann nimm du sie doch, wenn sie dir so gefällt. Ich werde mir eine Braut suchen, die mir gefällt. Die Prinzessin gefällt euch nicht? Dieser Bach gefällt mir und der Wald und du gefällst mir als mein Freund. Aber es gefällt mir nicht, wenn man mich zu etwas zwingen will. Aber ihr müsst doch dem König gehorchen. Lass uns zusammen fliehen. Wieso denn nicht? Sie würden uns bestimmt hinter Gitter stecken. Sie werden uns nicht erwischen. Warum wollt ihr unbedingt, dass ich mit euch fliehe? Es macht mehr Spaß, wenn man zu zweit ist. Verzeih mir bitte, Vater. Danke, dass du meinem Wunsch entsprichst. Ich muss allerdings zugeben, dass mich deine Aufforderung ein wenig überrascht hat. Nein, es war eine Bitte. Ich dachte, hier wäre es besser als während einer offiziellen Audienz. Dann geht es wohl um etwas sehr Wichtiges. Ich habe eine Bitte. Eine Bitte? Könntest du die Verlobungsfeier für einige Zeit verschieben? Unmöglich.
Das königliche Versprechen bindet mich. Aber hier geht es um viel mehr. Was sollte verpflichtender sein als ein königliches Versprechen? Ich habe es niemals von dir gehört. Ich habe damals meinem Freund aus Liebe versprochen, ich werde seiner Tochter, wenn sie erwachsen ist, ein Zuhause und Sicherheit geben. Sie in meine Familie aufnehmen und für sie Sorge tragen. Das Versprechen aus Liebe sollte ein Geschenk sein. Was willst du damit sagen? Statt Liebe entfaltet sich in mir jetzt Ungewissheit. Und ich verspüre Angst, dass das Geschenk zu einer Fessel der Pflicht wird. Ein königliches Versprechen ist Gesetz. Es gibt keinen anderen Weg, ihm zu entsprechen. Willst du in meinem Schloss nur ein Gast sein? Du würdest als Halbschwester neben meinem Sohn leben müssen. Ich bin ratlos. Mein König, dass du jetzt nichts von Liebe hören willst, ist nicht die Ratlosigkeit des Freundes. Es ist die blinde Unnachgiebigkeit des Königs. Einen schönen Tag noch. Fragst du die Zukunft, Mütterchen? Ich frage mich, wie sich alles entwickeln wird. Tja, meinst du die Majestäten? Ach, ich würde der Prinzessin wirklich gern helfen. Aber ich weiß mir keinen Rat. Das ist eine sehr schwierige Sache. Auf der einen Seite der absolut blinde König. Und dann auf der anderen Seite mein Herzchen. Und auf der dritten Seite der Junge. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Er kommt mir aber nicht so vor, als sei er weder Fisch noch Fleisch. Los, umdrehen. Warum denn? Ach, du bist so dumm, wie du alt bist. Oh, ich bin nur etwas schwer von Begriff. Oh, Jesus Maria. Reitet, reitet, reitet weiter! Achtet nicht auf uns! Weiter! Los! Wir haben nichts gesehen, du Schafskopf! Ja, ja. Los! Hey! Hey!
Ah, Majestät, der Prinz ist leider noch nicht vom Ausritt heimgekehrt. Er sollte schon vor einer Stunde hier sein. Es wird ihm nichts Schlimmes zugestoßen sein. Ach, ist der Knappe bei ihm? Aber natürlich, Majestät. Entschuldigt bitte die Manieren meines Sohnes, aber dieses Mal werde ich strenger sein. Majestät erlaubt uns, ein gutes Wort für euren Sohn einzulegen. Ich danke für eure Weitherzigkeit. Ich wünsche den verehrten Herrschaften gesegneten Appetit. Deo gratias. Würdig ist der Arbeiter seines Lohns. Unsere Vorräte gehen bald zu Ende. Dann werden wir verhungern. Auf dem Schloss wäre es sicher besser. Ich fühle mich wohl. Ich lege mich schlafen. Ihr löscht das Feuer, sonst finden sie uns. Leg dich hier hin. Hier ist Platz genug. Ich schnarche ganz furchtbar. Ihr könntet bestimmt nicht schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, das ist mir ja ein Besuch. Willkommen. Was führt dich denn so früh am Morgen hierher? Ist der Prinz nicht hier? Hier? Wie kommst du darauf? Ich bin nicht darauf gekommen, sondern der König. Der Prinz ist ja ständig mit eurem Sohn zusammen. Sie sind fortgeritten und keiner weiß wohin. Und der König glaubt, sie sind womöglich hier. Sind sie ohne sein Einverständnis fortgeritten? Falls sie noch kommen sollten, sie müssen sofort wieder zurück. Sie werden überall gesucht. Leb wohl. Willst du dich nicht ausruhen? Ich habe strengen Befehl. Ach, was ist denn da eingefallen? Vitek! Ja? Sattle mir mein Pferd. Ihr kommt doch gar nicht in den Sattel. Du wirst mir helfen. Aber sei leise, damit wir hier niemanden wecken. Wir reiten eben langsam. Gleich. Wir müssten schon längst aus dem Tor sein. Beeil dich, trödel nicht. Wir sind am Abend wieder zurück. Das Verlobungsessen beginnt nach Sonnenuntergang und darauf folgt ein Feuerwerk. Ah, ein Feuerwerk. Seid unbesorgt, Majestät. Guten Morgen. Dass du ausreiten willst, wusste ich nicht. Das tue ich nicht. Ich will dich nur begleiten. Aber der Weg ist anstrengend. Mach dir keine Sorgen, meinetwegen. Das ist mein Tod. Ich musste mit den Hühnern aufstehen. Ach, die Hähne sind noch viel schlimmer dran. Denn die müssen die Hühner immer wecken. Du Heide, verschwinde von meiner Seite. Warum so früh auf den Beinen, Baronin? Ach, Majestät, ich bin ein Opfer der Etikette. Ich kann doch meine Schutzbefohlene nicht mit einem unverehelichten Kavalier allein lassen. Ich bin Witwer, Baronin. Oh, verzeiht mir, das ist mir so rausgerutscht. Dann sagen die Menschen immer die Wahrheit. Du solltest keine Scherze auf meine Kosten machen, meine Teure. Ich finde, du bist unfassbar heiter, obwohl dir doch dein Verlobter abhanden gekommen ist. Ich war die ganze Nacht traurig. Ja. Oh, eh.
Und wie soll ich dich nennen? Dina. Was für ein Dummkopf bin ich doch. Schnell zu den Pferden. Schnell. Hey! Reitet doch. Habt ihr mir nichts zu sagen? Grüß Gott, Bodan. Dina, komm vor. Guten Morgen, Väterchen. Marsch nach Hause. Und du, Prinz, erlaubst mir, dass ich dich zum König begleite. Ich glaube, er hat eine andere Braut für dich. Sie kommt mit mir. Tu, was du für richtig hältst. Den Beschluss des Königs wirst du aber kaum ändern können. Ich erwarte eine Erklärung von dir. Du hast über meine Zukunft entschieden. Aber da ging es dir nur um dein königliches Versprechen. Ich unterwerfe mich dir nicht. Das ist mein Leben. Das also ist Bodans Sohn. Eine solche Hilfe hätte ich von einem alten Freund nicht erwartet. Verzeih bitte. Ich habe Strafe verdient. Später. Entschuldige dich bei der Prinzessin. Denn die Prinzessin hat dir ihre Schönheit, ihre Vornehmheit und ihr ehrliches Herz geboten. Bodan, du bist Zeuge bei dieser Verlobung. Hier und jetzt. Du hast meinem Vater versprochen, dass du mich mit Liebe und Achtung in deine Familie aufnimmst. Und was ich verspreche, pflege ich immer zu halten. Mein Vater starb, damit du leben konntest. Du willst aber aus Stolz unser aller Leben zugrunde richten. Du stellst den Gehorsam über die Achtung. Dein Starrsinn ist dir wichtiger als die Liebe.
Ich liebte meinen Vater über alles. Und ich erfülle seinen Wunsch. Darum halte ich um deine Hand an. Ich will dich zum Mann haben. Vater? Vater, wir wünschen dir von Herzen Glück. Bodan, mein Ratgeber, mein Freund. Na ja, ich bin Zeuge. Nur einmal in 1000 Jahren. Und ich dachte, dass du höchstens 100 bist, Mütterchen. Naja, vielleicht etwas drüber.